Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Sondersendung Blut. Hier erfahren Sie alles rund um Zusammensetzung und Bestandteile. Wir zeigen Ihnen heute die Superkräfte des Lebenselixiers, ohne dass Sie niemals leben könnten. Hey. Blut besteht zu unglaublichen 55-60% aus flüssigem Plasma, einem absoluten Powerwässerchen, randvoll mit Nährstoffen, Hormonen, Mineralien und Proteinen. Besonders die Plasmaproteine sind so faszinierend wie wertvoll. Sie sorgen nicht nur dafür, dass unser Blutdruck stabil bleibt, sondern bilden auch die Grundlage vieler lebensnotwendiger Medikamente. Und bis heute existiert keine Möglichkeit, das goldgelbe Wunder in unserem Blut synthetisch herzustellen. Plasma ist also buchstäblich ein lebensspendender Rohstoff und SpenderInnen definitiv Heldinnen. Die eigentliche Aufgabe von Plasma ist übrigens der Transport von Stoffwechselprodukten, Hormonen oder Kohlendioxid. Und als wäre das nicht genug, Plasma ist außerdem in der Lage, Stoffe an sich zu binden, die nicht wasserlöslich sind, und sie zu den Organen zu bringen, die sie benötigen. Plasmatastisch! Um das Blut perfekt zu machen, kommen 40-45 wundervolle Prozent feste Bestandteile obendrauf, die Blutzellen. Exklusiv für Sie werden diese im Knochenmark gebildet und kommen in drei schicken Ausführungen. Moment, Moment! Wenn es etwas gibt, das wir nicht anpreisen müssen, dann sind es die Bestandteile des Blutes. Denn dieses Trio sorgt auch ohne großes Brimborium für Begeisterung. Beginnen wir mit den Thrombozyten. In diesem Scheibchen steckt vielleicht kein Zellkern, dafür aber eine unglaubliche Kraft. Auch als Blutplättchen bekannt, erledigen sie Wundheilung und Blutgerinnung im Handumdrehen. Wann immer ihr euch verletzt, eilen Sie mit geballter Power herbei. Auf nur 1 Millimeter Blut kommen ganze 150 bis 350 Millionen Blutplättchen, um jede Wunde zu schließen. Aber wo wären wir ohne unsere Immunmagier? Wir präsentieren unsere Leukozyten. Diese weißen Blutkörperchen sind das absolute Must-Have, um Viren, Bakterien, Fremdkörper und Co. abzuwehren. Als Security unter den Blutbestandteilen findet man sie längst nicht nur im Blut. Nein, auch im Gewebe, den Schleimhäuten und Lymphknoten wirken sie Abwehrwunder. Aber kommen wir nun zu den Blutzellen, die den anderen zahlenmäßig weit überlegen sind. Die Erythrozyten. In nur einem einzigen Milliliter Blut eines Erwachsenen sind etwa 4,3 bis 5,9 Milliarden der roten Blutkörperchen enthalten. Werfen wir einen Blick auf die perfekt eingedellte Mitte. Damit können sie sich verformen und selbst durch das kleinste Blutgefäß hindurchquetschen. Und falls Ihnen die schicke Farbe aufgefallen sein sollte, die Erythrozyten bestehen zu etwa 90% aus Hämoglobin. Dieses enthält viel Eisen und verleiht dem Blut damit seine rote Farbe. Unsere roten Blutkörperchen, und nur die, sind es, die sich, beladen mit frischem Sauerstoff, auf eine abenteuerliche Reise in die entlegensten Winkel unseres Körpers machen. Auch der Rückweg zur Lunge mit dem verbrauchten Kohlendioxid im Gepäck ist ihr Job. Dank der roten Blutkörperchen können wir entspannt ein- und ausatmen. Und machen das übrigens auch 12 bis 18 Mal die Minute. Unser Knochenmark stellt in der gleichen Minute übrigens 150 Millionen neue rote Blutkörperchen her. Wow, oder? Tatsächlich haben alle Blutzellen ihren Ursprung in den Stammzellen, die sich im blutbildenden Knochenmark befinden. Dieses findet sich im Inneren von Knochen, wie der Wirbelsäule, Hüfte, Rippen und Schädelknochen. Da Blutkörperchen eine begrenzte Lebenszeit haben, müssen ständig neue Blutzellen gebildet werden. Bei gesunden Menschen ist die Blutbildung so ausgeklügelt, dass sich nur die Anzahl an Zellen bildet, die tatsächlich ersetzt werden muss. Insgesamt bilden sich bei Erwachsenen jeden Tag mehrere Milliarden Blutzellen.
Im Schnitt kommt es alle 100 Tage zu einem vollkommenen Blutaustausch. So viel zu Herkunft und Bestandteilen des Blutes. Und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer Sondersendung über das flüssige Gold in unseren Adern. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, den Abo-Button zu klicken.